Ja, ich will einen Schlümpschel haben. Warum? Wenn ich nur einen hab. Und? Ah, das war dumm. Ach, scheiß drauf. Ach, Schlüsse sind wichtig. Hast du den Bossraum gesehen? Ich auch nicht. Gut, dann sind wir schon drei. Ja. Isaac hat ihn auch nicht gesehen. Na, du, ich und der eine Zuschauer, den ich habe. Ah, der cool. Natürlich ich auch bin. Ja. Ich bin dein einziger Zuschauer. Ich gebe keine Likes, das machst du selber. Ich habe so 4-5 Accounts, damit like ich mich immer selber. Furchtbar bist du. Nur weil du so abogeil bist. Ja. Das hat doch so viel. Abogeil hört man kaum noch heutzutage, wo? Abogeil hört man kaum noch heutzutage. Das war eine ganze Zeit lang richtig übel, aber jetzt hört man das kaum noch. Ja. Abogeil ist. Wahrscheinlich, weil die meisten großen YouTuber das jetzt so formulieren. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen hoch, vielleicht. Oder wenn es euch nicht gefallen hat, gebt doch einen Daumen runter. Das machen ja die meisten jetzt. Deswegen gibt es auch nicht mehr dieses Abogeil. Ja. Kam ja immer von den kleinen Kiddies, ne? Ja, bist halt Abogeil, ne? Ich bin kein geiles Kind! Das ist so schlimm, wenn man mehr Abonnenten haben möchte. Das ist Todesstrafe. Ja. Ja, ich mach den geheimen Raum natürlich mit einer normalen Bombe. Ja, das ist Skill, Markus. Ja. Safety Cap. Safety Cap. Ich guck mal, wie man das macht. Oh nein, jetzt muss ich das. Jetzt muss ich das Flick hier wieder raussuchen. Ja, ich nehm's einfach mal mit, das Auge. Ja, Safety Cap und Liberty Cap auf jeden Fall, aber. Ich bin ein Kappenfreund. Oh, really? Ich bin kleiner geworden durch die kleine, durch die Safety Cap. Und schneller. Glaube ich. Na, ich gucke jetzt nochmal eben nach. Safety Cap. Safety Cap. Erhöht die Pillen-Drop Rate. Okay. Was hat mich dann also geschrumpft? Die Wahrscheinlichkeit, dass Pillen gedroppt werden. Vielleicht schrumpft. Ach nee, schrumpft. Jetzt bin ich nicht mehr. Vielleicht lag das an einer Random-Träne. Das kann auch sein. Welche Träne schrumpft sein? Fall für Galileo Mystery. Ah, Schlüssel. Karte. Justice. Ach ja, ich mag die Bettler. Nimm mal mein Geld. Nein. Doch, ich gebe alles aus. Na gut. Er ist Lobdach aus. Warum ist er kein Zyklop? Ich wollte gerade sagen, irgendwann muss doch mal der Bossraum kommen. Ey, wenn ich... Oh, ich habe die durch Wände durchdringenden Tränen, glaube ich. Ist zumindest so ein bisschen gräulich. Ja, das sind die Tränen, ja. Oh, mal sehen, was ist. Two of Diamonds. Two of Hearts. Was macht mir das? Zwei Herzen einfach? Bei Silberherzen hat sie, glaube ich, gegeben. Ich habe es noch nicht eingesetzt. Ja, ich glaube, es gibt hier zwei Herzen, ja. Verdoppelt deine HP-Anzahl. Ja, hat mir, glaube ich, zwei Herzen gegeben, hat mir jetzt aber nichts gebracht. Aber drauf geschischen. Drauf geschischert. Komm, den kann ich jetzt auch umbringen. Nein! Du hättest dir doch auch einfach nur ein Auge rausschneiden können. Hätte. Warte, du hast ein Herzlot mehr. Oh, aber nur für den Raum. Und jetzt war ich gerade wieder klein für den Raum. Ich wechsle mal in die Räume, bis ich klein bin. Und dann gucke ich mal. Ne, die Träne da ist von Standard an, dass ich die graue habe. Ich habe ja das Item eingesammelt, habe ich schon ganz vergessen. Ja, das kann sein. Trotzdem irgendwie seltsam. Egal. Werde klein. Ich glaube, das geht nicht, wenn ich das auf nur so mache. Boss! Yay! Ich habe gerade Silberherzen bekommen und verloren. Okay. Da war ich klein. Ich habe nicht geguckt, weil ich... Ach, scheiß drauf. Ich hatte gerade zwei Silberherzen mehr. Ach, irgendwas mit diesem Safety Cap oder dem anderen Ding.
Nee, hast du ja schon gesagt, was die bringen. Was bringt denn nochmal der Mushroom? Oh, nein, ich hab die Pillen, die mich verfolgen. Scheiße. Jetzt ernsthaft? Ja. Sandkarte. Oh, diese Sandkarte hat's gebracht. Ich kill jetzt mit Bomben, Alter. Ja, Alter, meine eigenen Bomben verfolgen mich. Ja, ist doch kacke. Was zur Hölle? Ich lenk das jetzt machen. Na, ich hab ja noch meine normalen Bomben. 3-Dollar-Note. Immer dann zur Stelle, wenn man sie gerade nicht braucht. Das muss man noch irgendwie auf ihn lenken können. Ja, ich hab's auf ihn gelenkt. Er hat ein kleines Beutelchen gedroppt. Was du auf jeden Fall einsammeln solltest. Mom's Call. Oh, und ich bin Kane. Das kann nur gut sein. Ja, Bombs Aki. Ja, das ist gut. Jetzt habe ich 15 Schlüssel. Die Bomben brauche ich eh nicht. Bomben brauchst du schon, wenn du mal wieder so einen tollen Raum hast wie hier. Oh no, da habe ich meine Bomben noch. Lol. Nein, die bringt dann das Gleiche. Oh, really? Telepille, ja. Hier ist mein Satanraum. Nein, nicht Satanraum. Ja, von außen sah es aber aus wie einer. Und so weit war ich noch nicht. Ich würde es einsammeln, eben benutzen und dann wieder Book of Revelations. Was ist denn das? Bist du? Das ist doch viel besser als das Buch der of Revelation. Ja, Book of Revelations macht sich unverwundbar. Ja gut, du aber ich... Wenn dein, ja. Deine dritte Note mal wieder rumspackt. Jetzt Erklärung, die ließ sich wissen, dass andere Dinge macht mir ein halbes weißes Herz und wenn ich dann in die nächste Ebene gehe, füllt sich das zum neuen Herzcontainer auf. Und dadurch kriege ich dann halt... ja, einen neuen Herzcontainer. Pro Ebene. Warte, hier nach kommt der 2, das kriege ich jetzt eh den Container. Ich könnte noch den in Womp 1 oder den Womp 2. Zwei Herzcontainer könnte ich mir damit noch holen. Aber es ist schon zu spät. Ich wollte gerade sagen, was überlege ich hier eigentlich noch? Ah, das geht doch wieder auf hier. Wohl als nächste Ebene, würde ich sagen. Der Explosivpille, glaube ich, wa? Ne, ich würde Telepilz nehmen und dann auf der nächsten Ebene verwenden. Stimmt, direkt zum Boss und dann den Marm und dann kommen die mal raus und dann direkt eine Ebene gemacht. Jetzt XXL-Ebene, komm, XXL. Oh, Necropolis. Da hat man gesehen, ich habe neues Herz. Ah, oh, die verfolgende Tränen! Hä? Was sind noch die Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich auch nicht. Na gut, lass dich. Der ist kacke, ich mag den nicht. Ötai. Ich hab ihn gefüttert mit Bomben. Oh Gott. Die sind böse. Necropolis ist doch praktisch wie Deaths, ne, eben, die Stadt Deaths kommen kann, oder? So eine epische Musik. Die ist irgendwie so leise im Vergleich zum Spielesound. Und ich bin wieder so mini. Ja. Ich bin wieder so mini klein. Naja, Schatzraum. Stimmt. What the fuck ist das? Ich seh's noch nicht. Leider wird's gebuggt sein. Soll ich's mal einsammeln? Ja, natürlich. Wachselchen. Technologie 2. Laser. Jetzt habe ich einen Laser statt meinen Bomben. Okay, auch gut. Viel besser sogar. Ey, guck mal, wie ich aussehe. Das ist doch nicht mehr normal. Du bist die Roboter-Zombie-Nonne. Nein, ich bin der Roboter-Nonnen-Yoda. So, die Roboter-Zombie-Piraten-Nonne. Nein, ich bin Yoda mit einer Nonnen-Dingen und Yoda hat Laserauge statt Laserschwert. Nein. Roboter-Zombie-Piraten-Nonne. Yoda non Technologie Ding. Alter, ey, wie übel. Und was ist Technologie 1? Gibt's das überhaupt? Ach, Range Up, wow. Range Up. Das ist ganz normale Laser, den wir doch alle schon kennen. Im normalen Spiel halt. Ja, den kenne ich gerade nicht vor Augen haben. Tun. Aber nur. Dann hast du halt Lasertränen. Ja, ist viel cooler so. Ja, ne? Ist doch voll übertrieben eigentlich. Ja. Geht doch normalerweise schon durch Wände durch oder geht das jetzt nur durch mein Dingen hier? Der geht überhaupt nicht durch Wände durch. Auch nicht durch mein Dingen? Nein. Ja, doch? Lol, aber bei mir war das mal nicht so. Ja, warte, noch kam keine Wände. Tour of Diamonds bringt mein Geld. Deine Schlüssel.
Der verdoppelt dein Geld, ja. Ja, toll. Mein Cent bringt mir das viel. Aber ich guck mal hier rein. Erstmal noch aufsparen, ne? Karte? Vielleicht. Das machst du ja eh kein Geld. Ja, leck mich am Arsch. Egal. Einfach rausgehen und wieder rein. Achso. Ja, ich hab meinen Book of Revelation. Das macht mir dann ja nix. Gutes Argument. See what you did there. Ich brauche einen Blutspendenautomaten, weil das Ding, ja, dann krieg ich wieder ganz viel Geld, was ich verdoppeln kann. Ja, stimmt. Ich glaube, die 2 ist episch, nicht? Oh ja, das ist richtig übertrieben. Oh, ein Penny. Oh, ein Flat Penny. Hm. Macht was? Flat Penny, dann, wenn du eine Münze findest, hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit auf einen goldenen Schlüssel, also brauchst du eigentlich nicht. Aber die goldenen Schlüssel sind cool. Ja, aber du hast 13 Schlüssel, die werden für den Rest des Spiels reichen. Was macht jetzt nochmal das Liberty, der Mushroom? Der gibt dir einen zufälligen Pilzeffekt von dem großen oder, nicht von dem größeren Pilz oder kleiner Pilz, sondern von diesen, Odd Mushroom und, ja. Das kenne ich gerade nicht. Ja, ist egal. Bringt mir das denn überhaupt was mit dem Laser? Ja, natürlich. Ich kann es auch Speed-Up sein. Aber sicher, dass es nicht der große klein mache ist, das wird erklären, warum ich manchmal ein bisschen größer, manchmal ein bisschen kleiner bin. Stimmt, das könnte es auch sein. Jetzt bin ich verwirrt. Aber gut. Ich würde es so behalten. Und Safety Cap macht nochmal was? Ich vergiss das immer. Dann, die Pillendrop-Rate ist höher. Das mit Ken natürlich gut. Soll ich meine Tarot-Karte nehmen oder meine Dingen-Karte? Nee, was soll dir das bringen? Dann hast du 2 Münzen. Toll. Ah, stimmt, ich dachte, damit gar nichts passieren. Geil. Oh. Oh, immerhin. Ich komme da ja umsonst rein, dank meinem Buch. Hm. Einmal. Und Buch. Was war das für eine Pille? Herr Bombsaki. Doch, ich könnte vielleicht. Die Bomben kann ich ja wieder gebrauchen eigentlich, ne? Hast du das für diese kurze Zeit echt nicht merken können? Was denn? Dass das eine Bombsaki-Pille ist. Gedächtnis wie ein Sieb. Naja, mit großen Löchern. War ich schon mal mit dem Raum da drin? Das wird mir auf der Karte angezeigt. Oder habe ich das wirklich mal gesagt? Nein, ja, einem Let's Play Part war das. Ja. Oh. Das ist jetzt peinlich. Warte, du kannst ihm doch! Oh mein Gott, der hättest du doch auch mit Book of Revelation so. Ja, das dachte ich auch gerade, aber es ist spät. Ja. Das kannst du dich nicht mehr entschuldigen. Hast es verkackt. Das ist doof. Ich will es aber einmal einsetzen. Das ist ja auch episch. Ja, und nicht so cool wie das Book of Revelation. Ich kann's nicht werfen! Oh Gott. Ah, ich kann's aber wieder wegstecken. Ich kann's aber wieder wegstecken. Hm? Oder wirft man das. LOL! Okay, zur Erklärung. Ich hab das Ding auf der Hand, aber ich mach meinen Laser trotzdem, aber er ist unsichtbar. Ich kann das Ding jetzt umbringen. Geil! Ach, Helfer, cool. Das will ich nochmal machen. Ich nehme es so hoch und mach meinen Laser. Oh, das sieht man hier gar nicht. Oh. Oh, Moment. Ah, ich kann es doch nicht werfen. Oh. Schlüssel. Ein Problem. Naja, aber kein Geld.